Es ist eines der spektakulärsten Hearings im Kongress seit Jahrzehnten. Zum Showdown kommt es vor dem Justizausschuss des Senats um die Nominierung von Donald Trumps Wunschkandidaten für den Supreme Court, Brett Kavanaugh. Der Richter wurde beschuldigt in den letzten dramatischen Tagen von mehreren Frauen. Die sagten aus, Brett Kavanaugh habe sie sexuell belästigt. Eine dieser Frauen, Dr. Christine Blasey Ford, sagt nun aus am Kapitol vor dem Justizausschuss in dem spektakulären Hearing. Angesetzt war ihre Aussage um 10 Uhr Ortszeit in Washington D.C. Ein großes TV-Ereignis natürlich auch in Amerika. Millionen Zuseher werden erwartet. Dr. Ford hat ausgesagt, dass Brett Kavanaugh sie bei einer Party, einer Highschool-Party vor 36 Jahren sexuell attackiert hätte. Er hätte sie auf ein Bett gestoßen, ihr den Mund zugehalten, als sie schreien wollte. Er wollte ihr die Kleider vom Leib reißen, behauptet die Frau, und sie, so wie sie jedenfalls glaubt, vergewaltigen. Brett Kavanaugh hat alle diese Anschuldigungen abgestritten. Es wird nun erwartet, dass die Aussage der Frau entscheidend sein könnte für den Nominierungsprozess. Selbst viele Republikaner haben angedeutet, dass sollte Dr. Ford glaubwürdig sein, sie ihre Unterstützung für Brett Kavanaugh überdenken könnten. Dazu gehört auch US-Präsident Donald Trump. Auch er sagte, wenn diese Frau glaubwürdig ist, könnte er seine Meinung über Kavanaugh überdenken. Gleichzeitig gibt es in diesem Drama, in diesem Polit-Thriller, der hier in Washington über die Bühne geht, weitere Frauen, weitere Anschuldigungen, teilweise sogar krasser Natur. Eine Frau sagte, Brett Kavanaugh wäre in Gruppenvergewaltigungen involviert gewesen. Dabei wären Mädchen mit Pillen betäubt worden und Kavanaugh und seine Freunde hätten sich dann an ihnen vergangen. Auch diese Anschuldigungen hat der Richter abgestritten. Bisher. Die Republikaner drücken allerdings beim Prozess aufs Tempo. Sie haben FBI-Untersuchungen abgelehnt in dieser Causa, die von den Demokraten gefordert wurden. Und nach wie vor ist bereits für Freitag ein entscheidendes Hearing angesetzt, eine Abstimmung, ob Brett Kavanaugh tatsächlich Höchstrichter werden könnte. Die Demokraten, die Opposition und natürlich viele Frauengruppen protestieren dagegen. Sie sagen, die Nominierung würde trotz aller Anschuldigungen hier durchgepeitscht werden. Man würde versuchen, Ermittlungen abzuwürgen. Diese Vorwürfe gibt es gegen die Republikaner, aber jetzt, an diesem Donnerstag, blickt Amerika auf das Kapitol, auf die Aussagen von Dr. Ford. Und man wird dann sehen in den dramatischen Stunden, wie sich dieser Kampf um die Nominierung dieses erzkonservativen Richters entwickelt.